Hey Leute, was geht? Ich bin's, eure Sandy. Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal Sandy. Und ja, ich werde euch jetzt ein paar Fragen stellen, weil ich jetzt sehr oft Videos hochlade in der kurzen Zeit. Aber ich weiß nicht, wie ich nächste Woche zu den Videos komme, deswegen möchte ich einfach hier schnell ein paar Videos hochladen für euch, damit ihr auch Content habt. Genau, ich war heute etwas unterwegs mit meiner Mom. Und wir haben uns einen schönen Tag gemacht, wir waren essen, war wirklich schön und angenehm. Und ich habe mir drei Sachen gekauft. Eins war eigentlich mehr ein Joke, das andere war relativ günstig und das andere ist halt einfach, ihr werdet sehen. Unser erstes Produkt, was ich hier habe, ist das hier. Das ist so ein SpongeBob, also so ein SpongeBob-Armband, was man sich so auf die Finger geben kann. Ich hatte das als Kind sehr, sehr oft. Und da sind sehr viele SpongeBob-Charakter drauf. Wir haben einmal Gary, Mr. Krabs, Patrick, SpongeBob und natürlich Sandy. Genau, das war so in einer Mystery Box drin. Es gab eins mit nur SpongeBob, mit nur Patrick, dann mit verschiedenen SpongeBob-Varianten, wo SpongeBob öfter drauf war. Ja, das habe ich mir gekauft. Das war, wie gesagt, in einer kleinen Mystery Box drin. Ich wollte es mit euch unboxen, habe mich aber dann doch umentschieden. Ich weiß, es ist stupid, aber es passt ums Handgelenk und schreibt mir in die Kommentare, was ihr davon haltet. Als nächstes habe ich mir ein Spiel gekauft, das ich schon länger wollte. Nur die Realität ist einfach folgendes. Switch-Spiele sind einfach extremst teuer und ich bin nicht bereit, 50, 60, Euro, 70 Euro auszugeben für ein neues Spiel. Ihr kennt mich, ihr wisst, dass ich das nicht mehr mittlerweile mache, sondern eher in den günstigeren Spielen schaue. Bei Spielen, die ich noch nicht habe, was es günstig gibt und sonstiges. Beim Lego ist es etwas anderes, aber ich habe mir das Spiel gekauft. Mario Plus Rabbit Sparks of Hope. Ich habe Gameplay schon dazu gesehen von einer Weile und wo ich heute beim Libro dann war, habe ich mir das angeschaut und habe mir so gedacht, so, es kostet 20 Euro. Ich nehme es mit, weil es eh egal ist. Es kostet nur 20 Euro und so schlimm ist es jetzt auch nicht. Für die, was es schon gespielt haben, schreibt mir in die Kommentare, was ihr von dem Game haltet. Ich werde es auf jeden Fall probieren. Ich habe noch einige Spiele. Ich habe euch das letztes Mal in dem Video gezeigt. Ich habe noch einige Spiele, die versiegelt sind, die ich noch nicht gezockt habe, weil keine Zeit, keine Lust. Ihr wisst halt, wie das ist. Genau. Und dann habe ich mir noch für 6 Euro so ein Stitch Diamond Painting gekauft. Ja, 6 Euro. Das sind Magneten, das ist ein Schlüsselanhänger. Und das ist so cool. Ich meine, guckt euch das an. Wir haben hier die Perlen. Ja, das sind die Perlen, die wir brauchen. Wir haben hier so Muster, die alle zusammenkleben. Und dann haben wir extremst viele solche Stitch-Dinge, was man raufkleben kann und mit den Steinchen nachdrucken kann. Hier ist dann Anhänger. Und hier ist das Klebesticker mit der Nadel und den Pops. Das will ich auch schon länger machen, hatte aber noch nie die Gelegenheit dazu. Deswegen mache ich das heute. Ja, ich werde jetzt heute noch ein bisschen sticken gehen. Aber ich wollte das Video eigentlich nur drehen, um euch mal zu zeigen, was ich heute alles gekauft habe. Es ist nur ein kurzes Video, aber ich hoffe, ihr stört das nicht, dass jetzt sehr viel Content hochgeladen wurde. Auf jeden Fall, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert den kostenlos den Kanal, aktiviert die Glocke, um kein Video mehr zu verpassen. Hier oben kommt jetzt mein letztes Video. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, Freunde. Ciao.